Oben am See ist ein Mädchen verschwunden. Alan Birch? Ja? Ist Ihr Mann zu Hause? Worum geht's, Detective? Ein Mädchen aus Eastfield. Man hat uns berichtet, dass sie einen Mann in einem grauen Volvo am Tag ihres Verschwindens beobachtet hat. Können Sie mir sagen, wo Sie waren? Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, was letzte Woche war. Das war Zeldas letzter Tag im Ferienlager. Du hast sie abgeholt, weißt du? Die Betreuerin dort sagte, dass sie mit ihrer Tochter 40 Minuten gewartet hat. Ist zu spät, kommt ein Verbrechen? Nein. Wenn hier ein Kind verschwindet, dann braucht man einen Verdächtigen. Du bist nur zufällig ins Visier geraten. Cops stellen keine Fragen. Sie legen Minen. Mrs. Birch, wir haben braune Haarsträhnen auf der Rückbank vom Auto ihres Mannes gefunden. Was hat sie in deinem Auto gemacht? Das hier ist ihr Lipgloss. Zelda hat's gefunden. Das hat man mir untergejubelt. All diese Lügen. Joyce Bonner ist irgendwo da draußen und weil sie noch lebt, hat sie nicht mehr viel Zeit. Trügt sie manchmal ihr Erinnerungsvermögen, Detective? Sagen Sie es mir. Beruhige dich jetzt. Ich will mich aber nicht mehr beruhigen. Und ich fürchte mich vor dem, was du dir künftig noch alles einreden wirst.